Seinen Sinn? Ich muss ihn mir genau ansehen. Ich bitte darum. Der Bolzen ist rostig, aber ich kann am Kopf Teile einer Inschrift erkennen. Okay. Lupe. Vielleicht kann ich die Schrift besser lesen, wenn ich den Rost vom Bolzen entfernen kann. Vielleicht kann ich die Schrift... Hier hatten wir schon Rost entfernen. So, wir haben... Eine Packung Alka-Seltzer. Alka-Seltzer. Ein Glas Wasser. Das passt irgendwie, finde ich, ziemlich gut zusammen. Wie kombiniere ich das denn jetzt? Zack. Achso, ich glaube, ich muss das erst zumachen. Zack. Ah, da sind die Drops. So, mal nehmen. Dafür ist das vermutlich gedacht. Yeah. So, Alka-Seltzer ist ja auch immer ein bisschen säurehaltig. Ergo. Kohlendioxid mit Säure hat den Rost aufgelöst. Okay, Kohlendioxid mit Säure. Bolzen im Glas. Sacken bei. Da ist eine Inschrift auf dem Bolzen. Okay. Lupe. Jetzt kann ich die Schrift auf dem Bolzen lesen. A, B, F, B, 412. Ich schätze, die Person, die mir das Päckchen geschickt hat, wollte mir etwas mitteilen. Diese Sachen sind der Schlüssel zur Lösung. Wang, unser Techniker, der unsere Beweismittel kategorisiert, könnte mir helfen. Ich habe so ein Gefühl, ich sollte die Sache mal untersuchen. Ja, okay. Scheint ein FBI-Gefühl zu sein, eben. Aber gut, ich meine, wenn mir einer so seltsame Sachen schicken würde, da käme ich zumindest auch leicht ins Grübeln. Auch hier schön die Bilder, zack, zack. Sehen so ein bisschen aus wie die auf der Verpackung hier. Sollte der Kerl in unserer Wohnung gewesen sein? Auf der Innenseite der Verpackung hat jemand ein seltsames Zeichen hinterlassen. Zwei Rechtecke mit einem Ausrufezeichen. Oha, das macht mir jetzt ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. So, okay, was hat sie gesagt? Weng, Peng, Feng, Hongkong, Fui. So, Feng, Shung, Fui. Dann gucken wir mal, dass wir den Knaben mal an die Strebe kriegen. Wo ist das Telefon? Wang, hier ist Nicole Bonnet. Haben Sie eine Minute Zeit? Sie wissen, dass ich nie Zeit habe, aber für Sie immer. Möchten Sie mich zum Abendessen einladen? Ich meinte eher einen Gefallen. Das habe ich auch gemeint. Eigentlich wollte ich Sie einladen. Ist das eine Belästigung? Sie kennen den Beschluss in Bezug auf... Am Telefon? Okay. Treffen wir eine geschäftliche Verabredung, um die Erstellung eines gemeinsamen Genpools zu diskutieren. Passen Sie auf. Wenn ich zurück im Büro bin, verstecken Sie sich besser hinter Ihrer Ausrüstung und halten Ihren Kopf unten. Entschuldigung, ich dachte, Sie wären noch immer in Urlaubsstimmung. Entschuldigung angenommen, aber ich verlange nach Genugtuung. Foltern Sie mich. Überprüfen Sie zwei Objekte in der Datenbank für mich. Das erste ist eine alte Glühbirne mit der Aufschrift CXDET 110. Der Rest ist verwischt. Das zweite ist ein Bolzen mit der Aufschrift ABF B412. Das ist alles. Wissen Sie, ich kann keine Wunder vollbringen. Bitte versuchen Sie es einfach. Schön, ich rufe Sie zurück. Ja, scheint der gute Weng, der gute Mr. Zulu, doch ein bisschen scharf auf uns, Nicole, zu sein, wa? Ich frage mich, ob Sie mich mit Papieren überschütten, wenn ich erst einmal zurück auf der Arbeit bin. Ja, sicher, das ist doch immer so. Die Notizzettel und der Filzstift kommen gerade recht. Ich kann die Infos von Weng aufschreiben. Cool. Haben wir intuitiv richtig gemacht. Da bin ich ja sehr, sehr zufrieden. Gucken wir hier nochmal kurz drauf. Ettore, kannst du das mal in die Station stöpseln, sonst ist die Batterie gleich leer. Okay. Ja. Ruf an. So. Kann man hier sonst gar nichts mehr gucken? Nee, irgendwie nicht, ne? Was ist denn das da? Tisch? Ah, da ist noch ein Tisch, den habe ich noch gar nicht gesehen. Den hauen wir uns natürlich aus, mein Schädel, ey. Ich benutze diesen Tisch, wenn ich keinen Platz mehr auf dem Schreibtisch habe. Okay. Der hat aber eine schöne Größe. Kann man da... Was ist denn eigentlich das für eine Zeitung? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Die Wörter Serienmörder und Nicole Bonnet sind eingekreist. Okay.
Seid mir nicht böse, liebe Leute, aber das klingt alles irgendwie gar nicht so besonders lustig. Können wir die dann vielleicht hier? Das passt doch. Ah. Jahu, was haben wir da? Brooklyn, Queens, ne, mit Mr. Doug Heffernan, Bronx, was sonst noch? New Jersey, Staten Island, okay, was ist das? Ein Filzstift? Einsacken, alles einsacken. Hier Klebeband, kann man nicht einsacken. Kann man alles nicht einsacken. Kann ich wieder? Das geht nicht. Okay, gut, dann gehört die wohl dahin, der Icard. Okay, dann gehen wir mal zurück. Sollen wir nochmal zur Katze, zu Mr. Hoover? Ach, der pennt schon wieder. Guter, brav aufgefressen. Okay. Zwischengeschoss. Okay. Ich schreibe immer alles auf solche Notizblätter. Okay. Ich schiebe sie herum und kann alles aus einer anderen Perspektive betrachten. Das ist gut zu wissen. Oh. Das muss Wayne sein. Ja, dann gehen wir da doch mal ran, ne? Wenn er dich anmacht, kriegt er geschmiert, hör mal. Kannst ihn gleich von uns berichten. Ich sollte ans Telefon gehen. Ja, machen wir. Nicole? Am Apparat. Ich habe die Daten. Haben Sie etwas zu schreiben? Eine Sekunde. Legen Sie los. Der Bolzen stammt aus der American Boat Factory. Die Serie wurde für ein Unternehmen hergestellt, das Schienen in New York verlegt hat. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe ein paar Stellen herausgefunden, wo sie verbaut wurden. Wollen Sie wissen, wo sie liegen? Fahren Sie fort. Ein Abschnitt in der Bronx bei der Peru Road. In Brooklyn entlang der Emery Road und in Queens in der Nähe der Blake Avenue. Queens in der Nähe der Blake Avenue. Die Glühbirne ist eine Lampe aus einem Filmprojektor, der in den 60er Jahren hergestellt wurde. Werden die immer noch verwendet? Das bezweifle ich. Vielleicht in einem Wissenschaftsmuseum. In der Datenbank werden drei Kinos erwähnt. Adressen? London Theater, Manhattan, 453 Twilight Avenue, Emperor Theater, Queens, 142 Blake Avenue. Haben Sie das? Yep. Das dritte ist das Dreamland Cinema auf Staten Island. 42 Lion Lane. Danke. Ist das ein neues Hobby von Ihnen? Sagen Sie mir nicht, es hätte Ihnen gefallen. Okay, entspannen Sie sich. Aber wenn Sie sich zur Stadterkundung entscheiden, geben Sie mir einen Hinweis. Ich werde daran denken. Ah, und danke, Computerwunder. Oha, das ist ja mal eine Menge grüne Zettelkram hier. Okay. Ja, ihr wisst, dass ich orientierungslos durch die Gegend eile, meistens, weil ein geografisches Ortsgedächtnis ist nicht unbedingt besonders ausgeprägt bei mir. Und jetzt müssen wir ja noch mit Karten arbeiten. Na wunderbar. Fangen wir mal vorne an. Was haben wir denn da? Notiz mit Ort einer Bahnstrecke. Brooklyn, Emery Road. Brooklyn, Emery Road. Okay. Brooklyn dürfte hier sein, wo es draufsteht. Ja, das passt. Ja. So, okay. Notiz mit Bahnstrecke. Queens, Blake Avenue. Okay, ab zu Doug Heffernan. Zerwupp, zerwupp. King of Queens. Ja, das passt. Yeah. So, was haben wir dann? Bahnstrecke. Bronx, Harrow Road. Harrow Road, okay, okay. Bronx düngt mich da oben. Ja, das passt. Yeah. So, was haben wir denn da? Notiz mit Ort eines Kinos. Emperor Theater, Queens, 142 Blake Avenue. Okay, also auch in Queens. Ja, das passt. Okay. Dreamland Cinema, Staten Island, 42 Lion Lane. Okay, Staten Island. Ah, hier haben wir es direkt schon. Ja, das passt. Okay, was haben wir dann noch? London Theater, Manhattan, 453 Twilight Avenue. Ab in die Twilight Zone. Manhattan. I've been there in, oh Gott, wann war das? Ewig lange her. So. Ja, das passt. Yeah. Neben dem Kino verläuft eine Bahnstrecke.
Das Rätsel weist auf die Gegend um die Blake Avenue in Queens hin. Jemand hat den Bolzen und die Glühbirne benutzt, um mich zu diesem Platz zu locken. Aber in meiner Post war auch noch dieser Zeitungsausschnitt, auf dem das Wort Serienmörder und mein Name eingekreist war. Ich werde dorthin gehen und mal sehen, worum es geht. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich wissen will. Ich ahne, es ist etwas Ernstes. Und wenn nicht, finde ich schon etwas anderes, was ich machen kann. Sollen wir den Mr. Zulu nochmal anrufen? Der hat doch gesagt, wenn wir losgehen, sollen wir uns nochmal bei ihm melden. Denn das klingt doch alles ein bisschen, nicht wirklich, Genug von dieser Herumtelefoniererei. Zeit für etwas Action. Okay, Schwester will Action, kriegt Schwester Action. Okay, doki. So, die Katze haben wir gefüttert, also können wir mal gehen, jo. So. Irgendwas noch, was wir übersehen haben? Letzter Blick in den Spiegel. Ich habe doch bei der Faulenzerei... Nein, auf keinen Fall. So, Ausgang. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das hier geht, weil draußen war ich so auch noch nicht. Okay, sie fährt selber. Coole Karre eigentlich. Ist das ein Camaro? Das war früher der örtliche Treffpunkt, aber jetzt sieht alles verlassen und gottvergessen aus. Okay, Freunde, weil ich jetzt nicht weiß, ich kenne das Spiel noch nicht, weil es im letzten konnte man sterben. Infolgedessen möchte ich jetzt ganz gerne mal ganz kurz eine Speicheraktion mit euch durchführen. So, neuer Spielstand. Spiel wurde gespeichert. Ach, das ging ja schnell. Nein, auf keinen Fall verlassen. So, weiter. Gut, Müll. Erstmal den Müll durchfühlen. Das macht man als FBI denn so. Hier stehen ein paar coole Shopper rum. Wowie doi. Es sieht so aus, als ob diese Motorräder ins Rutschen gekommen sind, als sie zur Bar abgebogen sind. Was? Okay. Okay. Gasse, Kinoeingang. Ja, die Mopeds, die gucken wir uns das mal an. Vielleicht kommen wir ja näher ran an die Teile. Coole Karren eigentlich. Offensichtlich lieben diese Rocker solche abgelegenen Plätze. Okay. Hier ist ein kleiner Feuerhydrant. Warte eben. Nein, das ist das Kino. Das Emperor Theater. Ich glaube, das stammt noch aus der Zeit der Stummfilme. Cool. Kommt man da rein? Ich weiß nicht, ich möchte erstmal. Ich trau mich nicht, ich trau mich nicht. Natürlich, wir gehen jetzt rein. Der Eingang vom Kino. Hier muss es früher Menschenaufläufe gegeben haben. Echt? Menschenaufläufe? Ist das nicht verboten? Eine Matratze, so. Der Schlafplatz von einem Obdachlosen? Okay. Kann man nichts machen. Die Donne brennt hier schön. Wie, sonst ist da nichts. Hier ist die Kasse, scheint zu. Posterkasten. Das Poster ist in einem armseligen Zustand. Ich kann den Titel nicht erkennen. Kannst du es einsacken? Nee, auch nicht. Jetzt gucken wir mal hier ganz kurz auf das Fragezeichen. Ah, doch, da gibt es ja einiges. Tür, okay. Was haben wir da oben noch? Fenster. Gucken wir mal erst. Wenn das Kino geschlossen ist, wo kommt dann das Licht her? Gute Frage. Sollen wir es rausfinden? Liebe Leute, gehen wir da tatsächlich jetzt rein? Rock'n'Roll, würde ich sagen. Verschlossen und verriegelt. Habe ich mir irgendwie gedacht. Nicht reinzukommen. Okay. War das echt alles? Okay. Wo kommt man hier hin? Da kommt man in die Gasse. Was haben wir denn damit? Haben wir überhaupt eine Wumme mit? Ey, wir haben nur diese beiden Sachen, ist ja witzig. Schwester, wo ist deine Knarre? Ich brauche einen Ballermann. So, dann gehen wir mal in die Gasse. Gucken wir uns da mal um. Oha. Die Kreuzung zwischen Blake und Arden sieht nicht einladend aus. Nee. Nee, nicht wirklich. So. Bahnsteig, okay. Kinoausgang, okay. Gucken wir uns mal den Kinoausgang an. Wobei, das sieht eher aus wie ein Notausgang. Aber den kann man natürlich auch als Eingang missbrauchen.
abgeschlossen. Wer hätt's gedacht? Okay, dann machst du es nochmal. Die Tür ist abgeschlossen. Ich will mal ganz kurz auf das Fragezeichen klicken, okay. Da geht's noch hin und das ist irgendwie auch erstmal alles. Gut, dann gehen wir nochmal ganz kurz zum Bahnsteig. Und dann gehen wir an den Rockermann Visite abstatten, ey. So, tippetappe. Schwester, gib ein bisschen Gas. Die Urlaubsfunde müssen runter. So ist richtig. Ein Vorstadtbahnsteig. Okay. Ein Ausdruck einer Gegend ohne Zukunft. Tja. Bahnstrecke. Entfernter Abschnitt des Bahnsteigs. Na gut, gehen wir mal auf die Bahnstrecke. Können wir den Bolzen ja vielleicht mal vergleichen? Es ist wirklich schmutzig hier. Eine Menge Müll überall. Das ist ja schrecklich. Es gibt nur noch einen Zug um 19 Uhr. Der dürfte 10 Minuten weg sein. Aber da Züge seltenst pünktlich kommen, kann es passieren, dass er uns noch begegnet. Die Uhr geht nicht mehr. Als ob sie sich an die Umgebung angepasst hätte. Warum habe ich mir das irgendwie gedacht? So, Bahnsteig, zerwupp, zerwupp. Haben wir hier noch irgendwas? Ich klicke mal doch aufs Fragezeichen. Nee. Na gut, dann gehen wir zurück zum Bahnsteig. Und dann gehen wir mal auf den Entfernten. Ach so, Moment, stopp, hier, Fahrplan. Ach so, da sagt sie ja nur das. Okay. Nur noch ein Zug um 19 Uhr. So, entfernter Abschnitt des Bahnsteigs. Oha, Leute, mir wird langsam ein bisschen gruselig hier. Komm, Süße, renn. Was mache ich hier? Das frage ich mich auch. Das ist nicht eins der Top 100 Urlaubsziele. Nee, würde ich jetzt auch so nicht unterschreiben wollen. Okay. Hä? Was, das war alles? Da geht's nur zurück. Was ist denn das für ein Scheiß? Wieso gehen wir denn dann hier hin? Bin ich jetzt gerade ein bisschen betriebsblind oder gibt es da wirklich nichts? Bahnsteig? Naja, vielleicht ist das später mal wichtig. Ich würde ganz gerne mal die Gleise irgendwie so ein bisschen besuchen. Ey, hier gibt's echt nichts, ne? Okay. Süße, gib Kitty. So, kommen wir denn hier gar nicht auf die Gleise? Müssen wir irgendwie auf die Gleise kommen? Was war das? Bahnsteig? Ne, irgendwie nicht, ne? Okay, verpissen wir uns wieder. Gehen wir jetzt mal zu der Rockers. So, sonst hier noch irgendwas, was ich übersehen hätte, liegt im Bett? Ne, haben wir nicht. Okay, dann mal raus da. Da können wir auch nicht rein. Dann gehen wir mal zu der Rockkasse, ne? Hier, Eingang der Bar, Gentle Bob. Renn. Coole Karre, ey. Den musst du dir fit machen, ey. Der einzige Ort in der Gegend mit einem bisschen Leben. Cool. Kann man die Mopede an? Cool. Bikes, ey. Ein nett aufgemotztes Bike. Yeah. Ein nett aufgemotztes Bike. Ach, wenn ich doch ein Biker wäre. Die Farbe ist für ein Motorrad irgendwie komisch.